So, dann willkommen zurück. Und jetzt werden wir mal den zweiten Teil, zweite Weltmission versuchen. Aber vorher können wir uns noch aussehen Vorteile. Ah, man kann auch die Schwierigkeit einstellen. Cool. Aber ich wollte eigentlich was kaufen. Geht das nicht hier? Anscheinend nicht. Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft, indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es weh tut. Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich? Nein. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln nämlich? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten? Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen und die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Das war dein Zuhause. Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander.
Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier, in den Spalten, können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicker-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Geh schon. Das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf. Kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe. Erwischt. Gut. Immer schön überall umgucken. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Also dies war einst mein Heim. Na dann, zeig mal deine Geheimnisse. Geile düstere Stimmung hier in dem Spiel. Ich bin so aufgeregt. Gleich geht der Battle wieder los. Immer schön umgucken. Schätze, da müssen wir hin. Yeah, einkaufen. Rebellion. Den. Er ist ganz cool, aber da wirft er die so weit weg. Den benutze ich eigentlich viel zu selten, als dass das Sinn machen würde. Ich glaube, das macht erstmal mehr Sinn. So. Ne, noch nicht genug. Gut. Da brauchen wir erst was für. Aber erstmal der Part. An diesen Ort erinnere ich mich.
Und wer zum Teufel bist du? Sparda? Papa. Sohn des Sparda. Mein Vater? Na toll. Oh oh. Du bist als nächstes dran. Sehr Typ. Sack. Was willst du mir zeigen? Ich hab viel zu viel Energie verloren. Das würde ich dir gern zeigen. Ups, falsch. Wow. Nein, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Man merkt, schon lange nicht gespielt. Danke, Papa. Was ich mich jetzt aber frage. Wer ist da? Okay, da kommt nichts. Was ich mich jetzt aber frage, wenn wir doch Brüder sind, der Dante und der, wie er auch heißt, warum kriegt er die geilen Waffe? So eine geile Waffe und später noch eine im Übrigen. Spoiler-Alarm. Ja, was ich mich da halt frage, warum kriegt der Bruder die Waffen nicht? Oder hat die schon bekommen, wenn er auch das gleiche heroische Ziel hat? Ey, das kann nicht wahr sein. Mann! Ich will auch! Hey, da!
Hier entlang, Dante. Okay. Du erwischst mich nie. Dante. Habe ich was an den Ohren? Auf die Tür. Nein. Wow, 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 wow. Jetzt mal ganz langsam hier, Leute. Das war ich. Daran erinnere ich mich. Er erinnert sich. Flashbacks. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Nix. Wo bin ich? Träume ich etwa? Im Spiel kann man so viel tot quatschen, habe ich das Gefühl. Jedes Mal. Komm jetzt raus. Ich mache entschieden zu viele Fehler. Ich habe schon jetzt fast keine Energie mehr. Uiuiui.
Und jetzt. Okay, was hast du noch zu bieten? Ich würde gern durch. Schreck mich nicht so. Hab ich erwischt. Ich hab noch einen Schlüssel? Ah ja, stimmt, ich hab den ja gefunden. Cool. Einfach nur töten. Easy. So weit, so gut. Aber wo ist dies eine? Ein Ohm vergessen oder ist der? Ah. So, ich würde sagen, dann machen wir hier auch erstmal Schluss für heute und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.